Hallo zusammen, ich bin Emanuele und möchte euch heute mal was Geiles zeigen. Und zwar die Handyversiegelung von dieflüssigglaser.de. Und es wird demnächst vertrieben als Eco-Glas. Dann gucken wir mal, was hier Schönes drin ist. Ich habe hier einmal die Packung und mein Handy. Jetzt gucken wir mal, was hier drin ist. Ich mache es jetzt mal auf. Wie müssen wir anfangen? Wir haben hier in der Packung ein blaues Mikrofasertuch. In diesem Mikrofasertuch haben wir auch einen schwarzen Handschuh. Der Handschuh ist nicht dafür da, dass es irgendwie giftig ist oder sonst irgendwas, sondern das ist, weil wir haben fettige Hände und nicht, dass wir das Handy wieder anfassen mit unseren fettigen Händen, weil sonst die Versiegelung uns nicht hilft. Jetzt nehmen wir unser blaues Mikrofasertuch und reiben das Handy mal schnell aus, damit es auch sauber ist. So, wunderbar. Und dann haben wir das vorgereinigt. So, jetzt nehmen wir unseren Handschuh, der dabei ist, den ziehen wir uns an. Der ist dafür da, dass wir nicht mit unseren fettigen Händen ans Handy kommen. Dann haben wir hier unsere Packung, die reißen wir auf. Wie gesagt, die Nummer 1 brauchen wir. Und nehmen das Reinigungstuch aus der Packung. Wie gesagt, ist ziemlich klein, aber ist wunderbar. Das Telefon, und das reiben wir jetzt ca. 30 Sekunden ein. Vorderseite, Rückseite, Seiten. Wenn ihr ein Edge habt, könnt ihr auch die Rundungen nehmen und reiben das hier ein, 30 Sekunden lang, wie gesagt, bis das Tuch wirklich trocken ist, damit es auch gründlich gereinigt ist. Jetzt nehmen wir wieder unser Mikrofasertuch und wischen hier die überflüssigen kleinen Fussel ab. Ich hoffe, die kann man sehen. Und jetzt nehmen wir das. Dann nehmen wir die ab. Auch Vorder-, Rückseite, Seiten. So, und dann haben wir vorab mal das Handy wieder gereinigt. Fangen wir nun mit unserer eigentlichen Versiegelung an. Das ist die zweite Packung, die wir hier drin haben. Die machen wir auf. Nehmen natürlich das kleine Tuch da wieder raus, falten es auseinander. Und machen wieder theoretisch dasselbe wie im ersten Teil. Hier dauert es etwas länger, bis zu 90 Sekunden. Halten wir das Telefon oder das Handy oder das Tablet vor der Rückseite, Seitenteile wieder komplett ein. Und wie gesagt, nicht den Handschuh vergessen. Hier das Handy versiegelt mit dem Tuch. Wie fühlt es? Es ist trocken. Und jetzt legt das Handy etwa 30 Minuten, auf die Seite, und dann nehmt ihr wieder das Mikrofasertuch und wischt überflüssige Schlieren weg. Ich zeige es euch so. Das mache ich jetzt noch nicht, weil es noch keine 30 Minuten her ist. Bei mir ist es jetzt ca. 15 Minuten her, wo wir die Versiegelung drauf gemacht haben, und wie ihr seht, das Handy glänzt, wie soll man sagen, wie ein Affenarsch, wie ein Diamant. Und wie ihr seht, es ist unsichtbar, es ist blasenfrei, und auch ganz, ganz wichtig, bei der Folie haben wir das nicht. Sind bei mir ca. 30 Minuten auch um. Jetzt sehen wir wieder das Handy, gucken, nehmen auch wieder das Mikrofasertuch, wischen eventuell noch 2-3 Stirn ab, die wir eventuell noch im Handy haben. Das ist einfach geniales Zeugs. So wie neu. Und jetzt kommt das Schlimmste. Jetzt dürfen wir das Handy ca. 12 Stunden nicht mehr benutzen. Das hat auch den Hintergrund, dass sonst das Flüssigglas sich nicht verbindet mit dem Handy und dann die Versiegelung auch nichts bringt, und dann können wir euch hier auch nichts garantieren oder gewährleisten. Schauen wir uns das natürlich an. Wieso habe ich das alles gemacht? Was bringt mir das überhaupt? Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr seid im Stress, ihr seid in Gedanken, keine Ahnung, so wie ich meistens auch. Steckt das Handy schnell in die Tasche, ihr müsst schnell gehen, und dann merkt ihr, oh Scheiße, ich habe noch Kleingeld oder Schlüssel.
in der Tasche. Macht euch da keine Sorgen, das Handy ist da geschützt, eben durch die Kratzer, die das Geld oder die Schlüssel verursachen, das sind da die Mikrokratzer. Da ist das Handy auch geschützt, es ist auch härter geschützt, aber bitte nicht übertreiben, wie man kennt es noch damals auf dem iPhone, was man kriegen kann, bitte nicht nachmachen. Nicht nur da ist es geschützt, ihr könnt euch auch vorstellen, ihr seid auf eine Party eingeladen, da kommen eure Kollegen, die vielleicht schon etwas mehr getrunken haben und die schütten euch die Flüssigkeit auf dem Handy. Die Flüssigkeit perlt ab, ihr könnt das Handy schräg nehmen, die Flüssigkeit läuft runter und auch ganz wichtig, es läuft nicht in den Lautsprecher oder geschweige denn ins Mikrofon. So wie ihr gesehen habt, es war gar kein Hexenwerk aufzutragen, wenn ihr nicht mitgekommen seid, gar kein Thema, guckt euch das Video gerne nochmal an, ich helfe euch gerne immer. Wenn ihr das alles richtig gemacht habt, habt ihr dann eine sogenannte Easy-to-Clean-Oberfläche und dann noch kaum Fingerabdrücke auf dem Handy. So, das Wichtigste allerdings kommt jetzt, und zwar ihr habt bestimmt auch mal länger telefoniert, 10 Minuten, 15 Minuten mit einer Freundin, und danach habt ihr gemerkt, oh mein Gott, ich habe ein mahles Ohr bekommen. Woher kommt es? Jedes Elektrogerät strahlt sogenannte Y-Strahlen aus und mit unserer Versiegelung können wir diese Y-Strahlen um 80% verringern. Das ist kein Gelaber von mir, davon gibt es eine TÜV-Studie. Und wichtig ist auch, wenn ihr ein Headset benutzen solltet, ist alles okay. Aber denkt daran, wenn ihr am Schlafen seid, nachts habt ihr das Handy wahrscheinlich auf dem Nachttisch. Mit unserer Versiegelung könnt ihr eventuell auch besser schlafen. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Euer Emanuele, vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt.